willkommen zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 2. Heute spielen wir die Karte Dark in Neufeld, was so viel auf Deutsch heißt, Dark in Ölfelder. Und diese Ölfelder werden wir heute erobern, zugunsten von Amerika. Okay, wir nehmen jetzt mal ganz klassisch eine Special Force Einheit hier. Bewerben uns diesmal aber als Commander. Habe ich mich beworben? Weiß nicht. Und wir erstellen ein Squad. Damit ihr auch sowas mal zu Gesicht bekommt, wie das funktioniert. Ach ja, ich habe mich als Commander beworben. Gut. Also was ist jetzt los? Ich habe doch Stützpunkt ausgewählt. Du hast einen neuen Befehl von deinem Commander. Ja, ja. Okay. Du wurdest als Commander des Teams. Ja. Okay, ich bin jetzt also Commander. Das geht hier im Einzelspielermodus relativ einfach. Im Multiplayermodus ist das ein bisschen anders. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal zurück. Okay, der fährt hier einen schönen Panzer. Was bleibt mir übrig? Hier so ein komisches Dings-Auto, da, keine Ahnung. Warte mal, das ist mir sicherer, wenn ich mit dem mitfahre. Er ist schließlich ein Sanitäter. So, da wir ein Commander sind, sollten wir auch unseren Leuten Befehle erteilen. Es geht der Button scannen in hier der linken über diesen Ecke der Hauptkarte Menüpunkt löst einen hier. Satellitenscan aus, währenddessen alle Gegner ja, auf der Karte angezeigt werden. Ja, das muss ich mir nicht sagen, das habe ich schon mal gehört. Scanner kann man hier die feindlichen Gegner Angriff an einem ausgewählten Punkt sozusagen scannen. Artillerie. Auch gut. Okay. So, das sind einfach klassische Befehle, nicht wirklich schwierig. Okay, wir haben den Stützpunkt erobert. Jetzt ist es wichtig, dass wir unseren Leuten da auch Befehl erteilen, nämlich okay, den Artillerieanschlag. Ne, den hält man auf. Okay, das regeneriert sich sowieso immer wieder. Da ist sowieso keine andere Basis. Bandiert sich nicht ein Artillerieanschlag einfach nicht feindliche Basis einzuleiten, wenn da gar keiner ist. Sinnlos. Okay. Also als Commander hat man halt gewisse Pflichten. Von allem Online-Modus ist das sehr von Bedeutung, diese Pflichten und diese Aufgaben. Hier haben wir unser Nachschub beauftragt. Das ist genau, kann ich euch sagen. Das ist Güter, genau. Diese Güter, die mir als Commander befohlen haben abzuwerfen, sind genau hier gelandet. Das heißt, wir können hier heilen, reparieren und Munition nachladen. Das ist äußerst von Bedeutung, also sehr wichtig. Okay. Wir könnten jetzt eigentlich hier die ganze Zeit die Stellung halten, somit das Spiel eigentlich locker gewinnen, aber es wäre relativ langweilig. Dennoch werden wir erstmal hier die Stellung halten, weil es scheint so, als wären hier noch nicht alle getötet. Der Heli macht mir auch Angst. Okay, ich denke, das ist hier doch relativ sicher. Dann auf zum nächsten Quartier hier. Move your men to these coordinates. Weg da. Ja, ja, ja. Den werde ich auch noch bei meinen Befehlen ausführen hier. Attackiert hinterhältiges Pakt. Wo sind die alle? Ich sehe die gar nicht. Okay.
Okay, der Panzer macht mir ein bisschen Angst, aber ein bisschen, was hat der? Meine Chance. Sorry, man. Leb wohl. Scheiße. Und bam. Naja, egal. Auf alle Fälle habe ich den noch erwischt. Sunny, wo bleibt der Sunny? Ich bin der Commander, also ich habe oberste Priorität. Halt mich, wiederbelebt mich. Na, Sunny ist auch gefallen, super. Sowas sieht man, das ist ganz wichtig, dass man die Minikarte beobachtet oben rechts. Die ist sehr wichtig, äußerst wichtig von taktischer Sicht. Ihr kennt natürlich die Sanitäter durch dieses komische Symbol, diesem roten Kreuz in der Mitte. Der fühlt sich ja auch stark. Oh, unsere Tier wieder erobert. Ist das einfach von uns? Nein! Einfach mal schnell. Okay, ich muss neue taktische Ziele formen. Jetzt wäre der Atem wieder ein Schwachsinn. Du fährst jetzt auch gar nicht den Artillerie-Skopit hier. Überhaupt als Soldat erklärt. Der fühlt sich ja auch ganz hart, wenn er hier die Leute erschießt. So wird das natürlich nichts hier. Attack this coordinate. Komm her, du komische Chinese. Schlitzaugen töten. How about some help over here? Während die davon beschäftigt sind, kann ich mich zur Basis schleichen und Flagge erobern. Meins, sogar noch. We've regained control. Good work, man. Yeah. Position cleared and under control. Wer schießt hier? Wer schießt hier? Natürlich wieder total auf. Was sind denn das für komische Soldaten hier? We've lost control of an outpost. Was soll das? Teamkill, ja, okay. Es wundert mich nicht, dass ihr die Kontrolle über diesen Vorposten verloren habt. Sowas regt mich echt wieder auf. Da könnte ich wieder ausflippen. Aber immer dran denken, es sind nur NPCs, die hier ihre Rolle übernehmen.